Ich bin Alpagan. Alper Schendelman. ja. Guten Tag, ich bin Milos. Einen wunderschönen guten Tag alle miteinander. Mein Name ist Sea Doppel L.E. a.k.a. Mr. Cannelloni, a.k.a. 10 Jahre Verschwindibus. Ja, das reicht ja wohl. Ich, C.U. Doppel I.N.S. Ich nenne mich selbst Mr. Right. Ich grüße Sekte Fanbase. Ich bin Kimba und ja, sehr lange dabei, sehr lange weg gewesen, wieder da. Hallo, ich bin Vokal Matador von der Sekte. Bei uns in Schöneberg, da hat Agro Berlin Studio gehabt und ich bin dann immer zu euch gekommen als Ticker und hab euch immer Gras gebracht. Und dadurch haben wir uns kennengelernt halt und da wir auch ein bisschen so gerappt haben auf der Straße, eigentlich so freizeitlich, ist es ein bisschen ernster geworden. Kennengelernt habe ich die Sekte damals, ich weiß gar nicht genau, ob es damals schon so die Sekte war, war wahrscheinlich so die Anfangszeit, über Kimba, Kalle. Das waren so ziemlich die Anfangszeiten, wo man sich kennengelernt hat und dann auch sehr viel Chillzeit miteinander verbracht hat. Kennengelernt habe ich euch als der Junge, der in der Woche wieder einmal zweimal bei mir angerufen hat und gesagt hat, komm doch vorbei. Dann lernst du mal Paul kennen, dann lernst du mal Bobby kennen. Dann haben wir gesessen, ich bin hingegangen, dann habe ich gehört, Pille, Pille, Palle, Kalle, das Gras ist alle, kannst du nicht mal in dein Haus gehen und gucken? Und habe mich darüber extrem totgelacht. Das musste ich sein, dann habe ich gemerkt, die Jungs sind auf der gleichen Welle wie ich und ich kann sehr viel Humor und Spaß mit denen haben. Durch Bobby haben wir es kennengelernt, also durch B-Tide haben wir es kennengelernt. Er war mit dir auf ein Konzert, wo ich nicht mit konnte, wegen irgendeiner Scheiße, glaube ich, wegen Schule oder irgendwas. Ist hingegangen und da hast du irgendwie spontan gefragt gehabt, ey, ich brauche noch einen, der Englisch rappt oder so, weil wir müssen gerade auftreten hier im Jahrenbad damals, glaube ich, oder? Ja, und dann am nächsten Tag war auf einmal mit dir da und dann cool, alle. Denk es weiter. Das war damals 97. Auf so einer Berufsfachschule bin ich damals mit Sido in eine Klasse gekommen. Und da haben wir uns eigentlich kennengelernt und connected. So, das war ziemlich der Anfang. Und über Paul dann habe ich dann später auch Bobby und Collins kennengelernt. Aber eigentlich habe ich erstmal nur dich kennengelernt. Also erstmal habe ich nur Sido kennengelernt. Ja. Okay, also ich kannte die Sekte. Als sie sich gerade formiert hat, da habe ich die Sekte kennengelernt und zu dem Zeitpunkt sind wir alle unabhängig voneinander in den Roter Bunker gegangen. Ich kannte da eigentlich keinen und habe da, weiß ich nicht, die Sekte und Zabas taktlos und was cool und Orgi und alle möglichen da gesehen. Und daher kannte ich die. Wie ich dazu gekommen bin, in die Sekte rein, ich war ja ein paar Jahre bei dir. Als Transporter auch so als Freund und hab dann nebenbei halt auch viel geschrieben, weil ich das halt auch ernst genommen habe, seitdem du mich mit auf Tour genommen hast. Und da habe ich gesehen, dass es kein Kinderspiel ist, also dass es nicht nur so ist, dass es was Ernstes ist. Deswegen wollte ich halt auch immer so gut wie möglich sein, dass ich vielleicht auch mal ein Teil von euch sein kann oder überhaupt zwischen euch kommen kann, so mit meiner Musik, mit meiner Leistung, aber natürlich auch menschlich. Und das Wichtigste daran war für mich, so zu sein, wie ich wirklich bin. Wir haben eigentlich sehr viel gechillt damals. Ich weiß noch, das erste Mal, dass überhaupt die Idee kam dazu, irgendwas aufzunehmen, war ein Open-Mic-Track, als wir in einer relativ großen Runde saßen. Das waren, glaube ich, 7, 8 Mann, wenn nicht 10. Und es hat irgendjemand, ich bin mir nicht mal sicher, ob du es warst, damals in den Raum geschmissen, mach doch auch einfach mal was, schreib mal irgendwas, ja egal was. Und dann haben wir Zettel gezogen für die Reihenfolge. Und ich weiß noch, dass ich mich damals an Kollaktiv gefreut habe, das ist Ironie, dass ich die 1 gezogen hat. Das war natürlich mein erster Text. Ich sollte vor Ort schreiben, ich hatte keinen Plan und ich war die Nummer 1. Jackpot! Es hat nie ein Mensch zu mir gesagt, jetzt bist du hier bei der Sekte, sowas gab es nicht. Es war einfach, du sitzt jeden Tag dort, das ist deine 24-Stunden-Beschäftigung, sonst gibt es nichts anderes. Ich saß bestimmt in meinem Leben 3, 4 Jahre lang jeden Tag mit den Menschen.
Es kam mit so einem Foto, was ich irgendwie auf Plakate draußen an so einem Lippfasssäulen gesehen habe. Da waren irgendwie so ein Männchen, wo ganz, also das sind Sekten, stand da ganz groß. Da so ein kleines Männchen so. Und stand daneben alles, was die Sekte, was es ausmacht, der Sekte sein, irgendwie so. Ja? Jedenfalls dachte ich mir so, ey, das passt perfekt. Ja, wir haben auf jeden Fall erstmal alle ein bisschen gechillt miteinander. Dann habe ich auch Luki kennengelernt, also Link Kimber. Früher Luki, jetzt Kimber. Und er kam mit dir zusammen dann zu Bobby, haben wir gechillt gehabt, ein bisschen so buffen, muffen. Die Idee, ich weiß nicht, Alter. Eigentlich habt ihr ja mehr oder weniger gerappt. Ich bin dann so dazugekommen und ja, es war gut. Also die Basics habe ich eigentlich, ja, da habt ihr gerappt, aber allerdings auf Englisch. So, da war noch Triple C, war irgendwie Capital City Connection, sowas, ja, ja. Da war noch auf Englisch ganz groß und dann ging es irgendwann los mit Deutsch, ja. Aber ich weiß noch genau, dass du mir damals gesagt hast, man muss immer auf die Snare rappen, so, das war ganz wichtig. Wusste ich nicht, war gut. Ja. Und dann war es auch so, dann ging es darum, einen Rappernamen zu haben und dann, ja, hat mir Sido eigentlich auch gut geholfen, dann immer meinen Namen zu finden. Wir haben lange überlegt und hin und her und dann war Kimber ganz okay und wir haben es dann dabei belassen. So. Wir haben irgendwie, keine Ahnung, bei diesen Hoher Bunker Sessions ab und zu miteinander gequatscht und so ein bisschen kennengelernt. Und irgendwann kam dann Vitae zu mir und hat mich gefragt, ob ich in die Sekte eintreten will. Und dann habe ich ihm gesagt, dass ich mir das nochmal überlege und irgendwie eine Woche später habe ich dann zugesagt, weil es war für mich die Crew der Stunde damals. Bis dahin, bis du mich gefragt hast, auf dieser einen Party, ich weiß nicht, was für eine Party das war, habe ich nicht mal einen Gedanken gehabt, so, meinst du, ich komme auch da rein oder nicht? Es hat mir auch so gerecht, dass ich in eurer Nähe sein konnte. Weil ich weiß, wie die Jungs bei mir in der Gegend sind, dann sind nicht alle so Herzensmenschen, so ehrlich. Aber bei euch war es anders. Ich habe gesehen, ihr seid so wie eine kleine Familie unter euch. Unterstützt euch gegenseitig, das hat mir richtig gut gefallen. Und auf dieser Party, als du mich gefragt hast, war es für mich eine Ehre so. Dass du mich sowas überhaupt fragst, dass ich in die Sekte kommen kann, weil ich bin aus nichts was geworden, du weißt selber. Was war Rap? Nicht mal einen Satz konnte ich schreiben. Als ich damals im Studio geschrieben habe, habe ich gesagt, na, wie sollen wir im Studio schreiben? Dann am besten nach Hause gehen, zu Hause in Ruhe schreiben. Weißt du, diese Einstellung? Und heute mache ich alles mit links. So ungefähr. Und ja, dann bin ich halt so in die Sekte gekommen. Ja, du hast auch natürlich die Jungs mich vorgestellt nochmal und hast gefragt, vor allem, Jungs, hat jemand irgendwas dagegen? Ich habe euch alle nochmal gefragt. Das war ein Vorschlag von mir. Kommt ja nicht so einfach jeder in die Sekte rein. Dann waren alle einstimmig und ja, war cool. Ja, ich denke mal, damals war es so der harte Kern, der eigentlich täglich gechillt hat. War eigentlich, denke ich mal, jedem klar, wie der Kreis war, den man Sekte genannt hat eigentlich. Wie es auch beim ersten Tape auch, glaube ich, schriftlich drin stand, so dass man auch einfach die Leute, die da drumherum waren und gechillt haben, eigentlich auch dann in den Kreis genommen hat, sag ich mal, oder in die Crew oder wie auch immer. Und man sich eigentlich als Ganzes die Sekte genannt hat.